Yo, was geht? Herzlich willkommen zurück zum neuen Video. Das letzte ist ja nun ein bisschen länger her. Das war ein Trailer, an dem arbeite ich noch. Rocket League Season 5. Was erwarten wir uns davon? Es geht ab in den Weltraum. Starbase Ark wurde angegriffen. Neuer Season Pass. Die alte Season ist vorbei, Season 4. Was werden wir machen in diesem Video? Wir werden die Season Rewards angucken. Bei mir geht es leider nur bis Champion. Und wir gucken uns den Rocket Pass an. Und zum Rocket Pass, wenn wir durch sind, werde ich noch ein bisschen was erzählen dazu. Meine Meinung und noch ein bisschen was anderes. Let's get into it. Okay. Die Reels. Die Reels. Die Reels. Nee. Meine Meinung. Wirklich. Das ist alles meine Meinung, ja. Nein. Also entweder war Rocket League extrem faul, also Psyonix war extrem faul bei dem Design, weil was soll das? Du hast hier einfach nur dieses Emblem, ja, die wir haben für unsere Ranks. Man sieht es ja links unten bei meinem Titel. Ja, dieses Champion-Logo. Reels mit irgend so einem komischen Smoke-Wirbel, ja, der im Hintergrund doch so rumkreist. Und mit den Farben. Hier in Bronze natürlich. Nee, mal ganz im Ernst. Das sieht einfach nur komplett scheiße aus. So, und zweitens werden meine Reels bestimmt nie Spikes haben. Klar, das ist dahin angehaucht, ein bisschen so in diesem Western-Stil. Hey, Gringo, bist du der Mann, der immer nur Wasser säuft? Ja. Nee, nein. Auch nicht. Erst recht nicht. Oh mein Gott. Holy shit. Naja, gut. Das Einzige, was ich also jeder, der jetzt hier so an der Grenze zu dir ist und versucht, die 10 Wins dazu holen, ne, dass er jetzt seinen Reward bekommt, kann ich nur empfehlen, versucht es auf dir zu schaffen, auch wenn ihr nur Platin seid, weil die Dia und die Champion-Sachen, beziehungsweise die GC-Sachen, sehen immer verdammt gut aus wegen der Farbe. Ich finde dieses Dia, dieses Blau, dieses dunkle Metallic-Blau mit so einem leichten hellblauen Schimmer noch mit drin, mega nice. Und jetzt kommt mein letztes. Ach du Scheiße. Das Logo hat sich ein bisschen verändert. Hier ist nämlich jetzt hier so ein Freiraum, den haben wir hier unten ja gar nicht. Lul. Okay. Das war's. Wir sind gerade Rocket League auch in seiner hässlichsten Form. Ich habe alles ausgestellt, was ausgestellt gehen kann. Performance-technisch. So würden die Champion Wheels aussehen. Ja, jetzt hier ein bisschen dunkel. Nee, also irgendwie nicht so, ne? Ihr seht, ich habe mein Auto. Hat kein Skin. Hat nur die Basis Sambas drauf. Ja, alles schön und gut, ne? Aber ich glaube, das passt nicht für ein Octane. Nee. Da seht ihr das auch nochmal. Die sehen eigentlich. Ich gehe mal von der anderen Seite. Ich glaube, hier haben wir eine bessere Beleuchtung, ja. Ist okay. Auch Platin sieht verdammt gut aus. Gold. Nee. 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 Nee, ich finde das einfach, ich muss ehrlich sagen, ich finde das zu billig. Ja. Weil wenn wir uns jetzt mal angucken. Achtung. So sahen mal die anderen aus. Champions Season 13. Da war ja mal ein bisschen mehr Input drin, oder? Oder wir gehen. Naja, gut. Muss euch jetzt nicht alles zeigen, wisst ihr was man. Nächstes, wir gehen in den Rocket Pass. Ich habe noch nicht. Ich werde dazu später noch was sagen. Gucken wir mal, der kostet 1000, ich habe 720. Krass, die ganze Sache geht bis zum 9. März. Mal sehen. So, wir fangen an mit dem Auto. Der Nexus. Nee. Meh. Hat ein bisschen was von einem Breakout Type S, glaube ich. Sieht so aus, gell?
Ja, okay, das ist cool. Tiddle Rover, kann ich jetzt mal anfangen? Ja, das passt natürlich jetzt gerade ziemlich. Das sieht nicht so schlecht aus. Kein Schwein braucht eine Antenne. Diese kleinen Bälle hier, diese Drop-Items, die glaube ich, muss ich nicht erklären. Dieses, Digga, dieses Space Cadet, der ist steinalt. Den gibt es schon übelst lange. Ja, ist okay. Spaced out. Trust a Crust. Digga, Alter. Also wenn ich mal Backfire sehe im Online-Spiel, ne, dann ist es meistens zu 99,5% ein Bot. Oder Leute, die trollen. Kein Schwein spielt mehr mit dem. So. Okay. Scheiße hässlich. Nee. Muss nicht sein. Ein bisschen vorspulen hier. So, 100 Credits gibt es natürlich auch. Okay, jetzt reden wir Business. Mhm. Ja. Wo ich das jetzt gerade mal so sehe, dass das hier so abgekantet ist. Also es hat so dieses, ne, dass es nicht komplett rund ist, sondern eher so kantig. Gefällt mir nicht so, aber so an sich, ja. Ja. Passt. Oh, ne Dominus-Skin. Mhm. Mhm. Okay, nö. Die Mucke. Nö. Dann hab ich aus. Hör ich sowieso nicht. Ja, keine Ahnung, Diadem. Noch, Alter. Ich muss mir nochmal auch nicht angucken. Auch nicht meins. Ja, ein Painted vielleicht. Das Ding heißt Game Piece, also irgendein Spielstück. Oder ein Spielitem. Für die Hotdog-Liebhaber und sowas. Gut. Alloy. Wheels. Nee. Space Dirt. Mhm. Nö. Ihr mit euren Antennen kein Schwein will mehr Antennen haben. So, Tier 25. Da kommt gleich die nächste. Haben die zwei Antennen nacheinander reingebaut? Achso, das war immer das. Okay. So, Wheels. Ja. Erinnere mich so ein bisschen an SLK Wheels. Okay. Nice, nice. Plus ich lasse meins drin. Nee. Alles klar. Okay. Das sieht nice aus. Korbidal. Sie müssen aus wie so eine Mischung aus einem zerfallenen Stern und einem schwarzen Loch. You slow, Digga. Steht was auf der Innenseite, ne? Barock. Ne, ne. Starschule. Ne. Das ist ja furchtbar. Das sieht eigentlich ganz nice aus. Oh, ne, ne, ne. So, Tier 36. Also, ihr seht schon, ich bin unfassbar gehypt, ey. Oh, da sehe ich aber jetzt schon was mir gefallen könnte. Okay. Nee. Okay, also da muss ich jetzt ernsthaft sagen, das passt hier mal mega gut zu meinem Cover. Alter Schwede. Erste Sache, die mir gut gefällt, wirklich. Zweite Sache, die mir wirklich sehr gut gefällt. Jo. Man gab keine animierten Tickets. Wollen wir mal zu dem Fakt drüber gehen, dass das Blutspritzer sind? Ich dachte, Rocket League ist ab 6 oder ab 0. Boah, Junge, Alter. Okay. Nee. Ja, aber jetzt. Bei dem muss ich mich echt kurz fragen, ob der lackieren kann.
wäre vielleicht auch noch eine Option, bevor du dir so ein Ding holst. Also Rocket Pass oder das Item an sich, das da vielleicht steht, irgendwo hier so, kannst du lackieren, painted oder sowas. Ja, es gibt ja viele Banner, die man umlackieren kann, aber ich glaube, das kannst du nicht umlackieren. Hm. Sieht nice aus, ey. Das sieht nice aus. Nö. Oh, hallo. Ja, dezent. Sieht gut aus. Okay, MG88, Alter. War damals schon nicht cool. So, ne, hier waren wir schon. Ja, sag mal, sag mal, die Blade Waves, die kennen wir doch schon. Plus, das ist halt eine andere Version. Das. Oh oh. Verwandeln wir schon alte Sachen wieder neu um? Hm, ne. MG88 jetzt auch für den Dominus erhältlich. Die Musik skippe ich. Throne, ja, okay. Huntress. Ja, okay, das sieht bei der Karre gut aus, ey. Das sieht richtig gut aus, jetzt gerade mit dem Lila. Nö. Okay, wir haben neuen Lack. Okay. Holographic, ah, okay. Ne. Ui. Okay. Das ist aber nur für den Nexus, schade. Das hat was, Alter. Was vielleicht auch mal cool wäre, wenn sie einen Decoil rausbringen würden, was, wie soll ich das sagen? Wenn du Gas kippst, ne, dass du auch so diese schwebenden Sterne hast, die dann auf einmal aber so nach hinten ziehen. Ja, die sich dann die Umgebungsgeschwindigkeit oder vielleicht auch Impact, also wenn du einen Ball abkriegst oder so, so kurz, was so aufplatzt oder sowas. Ein bisschen mit der Umgebung arbeitet. Der sieht aus wie meine Champion-Belohnung. Da ist so ein komisches Auge, würde ich meinen. Wo ist das? Eigentlich ganz cool, soweit. Sehe aber kein Auge. Okay, das waren die Felgen von eben, ein bisschen gehypter. Mhm. Wow, das war's dann. Eine Gold Explosion wieder. Hat ja nicht wieder so ein komischer Cowboy Bebop-Scheiß. Joa. Die hatten wir eben schon. Gold Explosion. Was? Okay, das ist cool gemacht. Und der Nexus. Jo, okay, da ist Kosmosus. Okay. Wir gehen in die neue Map rein. Aber ich möchte euch das ja jetzt alles ordentlich zeigen. Performance am Arsch. Performance Quality. Und ihr denkt jetzt so, wow. Und ich sage euch so, chill mal. Oh, das war's schon. Bam. Okay, so krass war nicht. Okay, das ist die neue Aftermath-Map. Aftermath-Map. Finde ich ganz nice mit diesem Metallboden. Gefällt mir ja. So, wir gucken uns mal ein bisschen hier das Ganze an. Was haben wir hier? Ein Strudel. Möglicherweise ein schwarzes Loch irgendwo. Hier war da eben auch noch irgendwas krasses. Verdeckt sitzt einer der Gebäude. Ja. Okay, wir haben auf jeden Fall ein überheftiges World Map Setting. Weltraumschrott. Da drüben ist auch ein Mond. Das würde mich interessieren, ist das ein One-Map? Also ist es jetzt einfach nur so ein glattes Ding oder kann man sich da drum rumbewegen? Wir werden es nicht herausfinden. Das ist viel zu weit weg. Ist auch noch irgendein Weltraumschrott.
Würde mich jetzt mal ernsthaft nicht wundern, wenn ihr da, ihr kennt das ja bestimmt, dieses Bernie Easter Egg mit dem goldenen Totem, mit so einem Kopf da, dass der hier irgendwo rumschwirrt. Lol. Das sind noch die Eier. Die haben die Eier mitten ins Universum. Digga, das ist der. Ich habe ihn gefunden, lul. Ja, das ist die Form von diesem. Ich werde jetzt auch mal kurz hier daneben das einblenden. Lol. Nice. Ah, hier oben, da ist es doch. Krass, Junge. Mal ranzoomen. Was ist da damit? Ja, ein schwarzes Loch anscheinend. Junge, ist auch ins Auge oder was? Tor schießen. Schauen wir uns mal an, wie die Goldsburschen dann eigentlich aussieht. Das sieht nämlich richtig heftig aus. Achtung. So sieht das dann nämlich aus. Alter Schwede. Geil gemacht. Ja, das Spiel war danach zu Ende. Alter Lachs. Das hat was, ey. Das hat was. Ja, und das war's eigentlich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Abo da. Drückt gefällt mir, schreibt einen Kommentar, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Peace, haut rein.